Und von mir an euch, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, ich schreibe es auch bei euch in die Kommentare oder schicke euch einfach so einen Link ohne Text. Falls ihr das wart, ich weiß nicht, wer mir diesen Link geschickt hat über Facebook. Ich gebe dann die Ball weiter an Y. Ja, macht mal ein Lupenvideo über Y. Nehmt euch mal ihren Kanal und schaut einfach mal dran und guckt euch das mal an. Vielleicht könnt ihr dieses Format ja weiterführen. Und genau das haben wir heute vor. Was machen wir heute? Wir nehmen den Kanal Y unter die Lupe. Zur Brust. Ja. Und unter die Lupe. Genau. Der Kanal Y ist auch ein Kanal einer blinden YouTuberin. Ja. Ja. Mal gucken, was dabei rauskommt. 14.700 Abonnenten. Ist schon mal ein Sprung, so. Ne? Also da können, ja. Da können Mr. Blind Live und wir... Ich wollte gerade sagen, da sind nicht nur wir ziemlich weit drunter, auch Mr. Blind Live hat da noch ein ganzes Stück Arbeit vor sich. Kanalbeschreibung? Ja, mach mal ruhig. Hier gebe ich euch Einblicke über und in meinen Alltag und mein Leben mit visueller Einschränkung. Ich möchte das aussprechen, was sonst keine Sprache erhält. Die Aufklärung auf diesem Gebiet steht für mich in Kombi mit Humor an erster Stelle, um aufzuklären und möglichst viele Menschen zu erreichen, um die ein oder andere Barriere in die Knie zu zwingen. Eure Meinung, Perspektive und Erfahrung ist gefragt. Lasst uns auf konstruktiver Ebene ins Gespräch kommen und über Randthemen diskutieren. Jede Woche ein neues Video, auf keinen Fall verpassen. Gucken wir uns einfach direkt mal ein Video an. Ja, würde ich so sagen. So, wir haben da auch schon eins mal aufgerufen. Das ist, glaube ich, das allererste auf diesem Kanal. Ja, genau. Was ist das? Ein Video? Würde ich auch behaupten. Also ganz ehrlich, würde ich auch behaupten. Da sind wir uns definitiv einig. Nein, aber ich glaube, in dem Video ist ein Bild von einem... Naja, lassen wir es erstmal so stehen, für die Leute, die es nicht wissen, die noch raten wollen. Dient es der Selbstverteidigung? Wohl eher keine Zeltstange. Drumsticks vielleicht? Auf jeden Fall kreative Einsatzmöglichkeiten. Ja, des Gegenstands. Ich weiß nicht, hast du es gerade gesehen? Ich hoffe, das waren nicht die guten Teefallpfannen. Nein, das war ein Schlagzeug. Meine ich. Meine ich, ja, erahnt zu haben. Erahnt zu haben, okay. Ja, meine ich erahnt zu haben. Gut. Klang aber irgendwie so wie Töpfe. Muss ich dazu sagen. Ja, das kann auch sein. Deswegen fragte ich gerade nach den guten Teefallpfannen. Ich hoffe, es waren keine. Weil das wäre dann nämlich ein teurer Spaß gewesen. Ja. Was ist das große Mysterium? Was ist das, das gleichzeitig so viele verschiedene Eigenschaften in sich vereint und derart vielfältig einsetzbar ist? Dem werde ich in diesem Video hier nachgehen und möchte mich an dieser Stelle aber erstmal ganz, ganz herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr euch für dieses Video entschieden habt. Ja. Also Punkt 1, ich kann mich täuschen, bitte kommentiert drunter, falls es nicht so sein sollte. Aber ich glaube, die ersten Videos hat sie mit iMovie geschnitten. Wenn sie das hier sieht, bitte einmal... drunter. In die Kommentare, bitte. Ja. Wenn ihr die Auflösung haben wollt, lassen wir es doch einfach mal so stehen. Genau. Aber witzig ist die Frau schon mal. Ja, doch. Ja, und kreativ. So. Ja, dann wollen hier wir... Hier haben wir jetzt ein Video, das nennt sich Q&A zum Alltag mit
Sehbehinderung. Ja, und als wir uns über dieses unter die Lupe genommen Gedanken gemacht haben, sind wir natürlich über dieses lustige kleine Video gestolpert. Ja. Und haben uns gedacht, hey, das wäre doch mal eine lustige Idee, da die Unterschiede mal rauszustellen, wie es bei uns vielleicht ist, oder... Ja, und vielleicht auch einfach mal, um sie ein bisschen kennenzulernen. Ja. Weil in dem ersten Video haben wir, ich meine, wenn wir weitergeguckt hätten, hätten wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren noch, aber... Schauen wir einfach mal rein. Hier rein. Eine Situation, mit der sich sicherlich gerade die Mädels unter euch identifizieren können. Man steht morgens vom Kleiderschrank, er ist voll, aber nichts zum Anziehen. Und diese Situation möchte ich gerne dazu nutzen, mein heutiges Q&A einzuleiten und damit Hi zusammen an euch alle. Und ich beginne mit einer Frage von Sandra, die genau zu dieser Situation wissen möchte. Wie entscheidest du morgens vor dem Kleiderschrank, was du anziehst und was zusammenpasst? Finde deine Videos toll, weiter so. Das ist eine Frage, die ich leider nicht so spektakulär beantworten kann, wie man sich vielleicht wünscht. Ich habe weder ein bestimmtes Ordnungssystem in meinem Kleiderschrank, noch habe ich irgendwelche Hilfsmittel, die ich da nutze. Also ich bin grundsätzlich schon im Besitz eines sogenannten Farberkennungsgeräts. Das leistet aber so einen schlechten Job, dass ich darauf verzichte und einfach auf meine Lebenserfahrung vertraue. Also das Farberkennungsgerät ist grundsätzlich eine gute Erfindung, bei mir sagt es aber immer nur schwarz an und das kann nicht so ganz sein. Grundsätzlich erkenne ich meine Kleidungsstücke natürlich erstmal am Stoff. Das heißt, ich kann an den Materialien fühlen, worum es sich handelt, an der Form, am Schnitt. Und durch meinen Sehrest kann ich eben auch noch die Farbnuancen zumindest erkennen oder auch bei gutem Licht, was ich dafür benötige, auch tatsächlich die Farbe. Beziehungsweise ich bin eigentlich eingeschränkt in meinem Farbsehen. Ich bin nicht farbenblind, aber ich habe nicht die Fähigkeit, alle Farben auseinanderzuhalten. Also zum Beispiel Grün und Blau fällt mir schwer oder Rot, Pink, Orange. Das geht für mich zwar alles in dieselbe Richtung und ich kann auch sagen, es geht eher in die Grün-Blau oder eher in die Pink-Orange-Rot-Richtung. Aber ich kann es leider nicht auf den Punkt genau benennen. Mir hilft einfach auch... Da hast du doch eine interessante Sache zu erzählen von dir. Du meinst meinen Rotstich im Auge? Richtig. Ja, das ist total toll. Nein, das ist total toll, weil das ist ja nicht ein reiner Rotstich. Also bei Helligkeit hat das auch so, geht das auch schon so ins Azurblaue rein. Das ist total toll, aber egal. Ich habe halt das Problem, wenn jemand weiß trägt, dass es auch gerne mal pink sein darf. Also, ich kann das nachvollziehen, aber... Wie ist das bei, nur jetzt mal so kommt mir die Frage, wie ist das bei dir mit Ampeln? Wobei, das geht eigentlich. Das geht? Das geht. Vor allen Dingen am besten nachts, wo das Rot sehr ausgeprägt ist. Mhm. Erkenne ich aber, ob grün oder rot ist. Ich könnte dir aber nicht sagen, ob das Männchen jetzt geht oder halt auch nicht. Ich sehe nur die Farben. Und jetzt mache ich mich erstmal auf zur Uni, beziehungsweise vorher auf zum Einkaufen. Ich brauche nämlich noch was zu trinken und zu essen. Und ja, muss erstmal Licht überall ausmachen. Auf jeden Fall werde ich versuchen, euch ein paar Situationen zu zeigen, kann aber für nichts garantieren. Einen Schlüssel brauche ich noch. Habe ich den schon eingepackt? Das ist wieder meine Koordination, ne? Ich sage ja, ich bin sehr unorganisiert für jemanden, der schlecht sieht. Klingt das nach Schlüssel irgendwie? Da erinnert sie mich etwas an dich, Jan. Organisation? Aber mit Organisation haben wir es beide nicht. Mit Organisation haben wir beides einfach nicht so drauf. Hä? Ja, komm. Es gibt auch genug andere Situationen, wo das mit unserer Organisation auch hier für den Kanal eher so semi-gut klappt. Ja, aber meine Klamotten habe ich immer alle zusammen. Im Gegensatz zu dir. Ja, gut. Wenn du mich fragst, wo ist der Kabel, dann sage ich dir, da ist der Kabel. Wenn ich dich frage, wo ist der Kabel? Ja, keine Ahnung. Ich muss meine Frau fragen. Ja, aber ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist das Kabel.
Klugscheißer. Ja, sonst bist du immer der Klugscheißer, der mich ständig verbessert. Also bitte, lass mir auch einmal die Genugtuung. Ja, aber ja, es erinnert mich auch sehr an mich selbst und auch so ein bisschen an uns beide, wenn wir denn dann, Gut, machen wir weiter da. Ich bin jetzt unterwegs. Auf zur Mission Uni. Zum Thema Einkaufen. Ich komme mir so ein bisschen. Ich glaube, jeder, der mal einen Vlog macht, Vlog, wie auch immer man es nennt, fühlt sich am Anfang etwas komisch. Denn, die Leute gucken einen an. Ich hoffe, hier ist niemand. Ich sehe es ja zum Glück nicht. Da kommen wir auch schon zur zweiten Frage. Ja, kann ein Segen sein. Also, ich habe damit ja eher weniger die Probleme, weil, wie sie es so schön sagt, ich sehe es ja auch nicht, ob mich Leute angucken. Gut, schwierig wird es dann in der Bahn zu vloggen, tatsächlich. Wenn du mir dann gegenüberstehst, ich gerade die Kamera zu dir drehe und genau dann einer in den Weg läuft. Ist richtig geil. Ja. Ja, aber sonst, ja. Wie funktioniert das mit dem Einkaufen im Laden? Ihr werdet es schnell sehen, ich habe ein System. Bei mir läuft allgemein ziemlich viel nach Zahlen, obwohl ich gar kein Mathe-Freak bin, aber es geht nicht anders. Es läuft ziemlich viel nach Zahlen und Strukturen, auch wenn ich ziemlich unstrukturiert wirke. Irgendwo hat alles dann doch eine Struktur. Erstmal geht's zum Regal mit den Smoothies. Und hier sind Glas- und Plastikflaschen und dann kann ich super abzählen. Auch beim Obst gibt es ja immer Abtrennungen. Hier muss ich zur dritten von links und weiß, ich bin richtig. Die Wege durch den Markt habe ich mir mit der Zeit angeeignet, habe anfangs aber auch immer auf eine Einkaufshilfe zurückgegriffen. Also jemanden, der da mit mir durch den Markt geht, da konnte ich immer zur Kasse gehen und danach fragen. Das haben die super gelöst. Und solange nicht umgeräumt wird, weiß ich auch, wo was ist und habe mich hier für einen Bulgursalat entschieden. Zu guter Letzt noch ein Wasser und die Kasse finde ich gleich da, wo es piept. Wolltest du was sagen? Ich hatte... du bist schneller wie mein Finger. Ja, also... gut, das mit den... also mit der Struktur beim Einkaufen... ja. Zahlen, nein. Also bei mir jetzt. Also ich rede jetzt gerade von mir. Struktur ist drin. Ich renne erst einmal komplett durch den Laden, wenn ich am Ende angekommen bin. Fange ich dann von hinten an, die Sachen einzukaufen. Ja. So ist meine Struktur. Außer ich gehe direkt am Obst und Gemüse vorbei. Da das mache ich dann schon am Anfang, aber den Rest mache ich von hinten nach vorne. Ja. Lass uns mal ein anderes Video gucken. Ich glaube, sonst kommen wir heute nicht mehr zur Rande. Ja, so, wir haben uns jetzt mal ein Video rausgesucht, noch, noch ein Q&A. Noch ein Q&A. Wir dachten jetzt, das eine von gerade war ja so vor 3 Jahren, glaube ich, irgendwann. Stand da auf jeden Fall irgendwo. Und hier steht jetzt vor 1 Jahr, das heißt, das ist ja jetzt mal so eine, Also ein kleiner Zeitsprung. Ja, schauen wir mal, was sich bis dahin getan hat. Danach gibt es ein Q&A. Viel Spaß! Frage Nummer 1 lautet... okay, da ist ein Tippfehler drin, das soll, denke ich, Straße heißen. Also ich glaube, so bildtechnisch hat sich einiges getan. Ja. Sie hat ja jetzt auch einen PC stehen. Also so, ja. Computer? MacBook. Ja. Du bringst dich immer raus mit deiner Klugscheißerei. Ja, doch, aber so bin ich halt. So bist du halt. Ne? Ja. Nee. Cop und Bad Cop und so, bla. Ja, okay. Genau. Ja. Ja, schauen wir einfach mal weiter. Wie kann man als Sehender bei der Orientierung auf der Straße helfen? Ja, dazu habe ich tatsächlich schon mal eine Antwort gegeben. Ich finde es am besten, wenn man persönlich angesprochen wird, wenn man ein Stück weit berührt wird, weil sonst, mir geht es zumindest oft so, dass ich gar nicht weiß, dass ich angesprochen bin. Und ich finde dann auch die Frage am schönsten, Entschuldigung, kommen Sie zurecht?
Weil somit unterstellt man der anderen Person, also der betroffenen Person in dem Fall, nicht, dass sie es alleine nicht hinkriegt oder dass man das von ihr erwartet, dass sie das nicht schafft, sondern ist einfach höflich, zuvorkommend und verhält sich eben sehr sozial und achtet auf seine Umwelt. Das finde ich natürlich löblich. Wenn ihr nochmal eine ausführlichere Antwort auf die erste Frage haben wollt, dann schaut nochmal in meinem letzten Q&A, hier oben verlinkt, nach und da gehe ich nochmal explizit drauf ein. Gut, dann kommen wir mal zu Frage. Da war wahrscheinlich noch ein oder zwei oder drei oder vier zwischen. Ja, aber was ich sehr, sehr lustig finde, ich kenne das ja auch, dass man mich zwischendurch anspricht, ob ich zurück, oder besser gesagt andersrum. Natürlich gibt es auch Leute, die mich dann ansprechen und mich fragen, ob ich zurechtkomme. Es gibt dann aber auch den anderen Fall, wenn ich offensiv nach Hilfe frage, dass die Leute dann einfach schneller wie Schumi mit seinem Ferrari weg sind auf einmal. Entschuldigung, könnten Sie mir und weg. Ich bin noch nicht du mal bist schnell, einfach zu langsam. Ich bin einfach noch nicht mal schnell genug, die scheiß Frage zu stellen. Das Problem ist, also je nach Tagesform, könnte man manchmal denken, du bist ein Bettler. Dankeschön. Nein, aufgrund deines Bartes. Das ist, aber ja. Das ist so ein... Das hängt ja dann aber nicht so ein Obdachlosenbart, könnte man sagen. Das hängt ja nicht von meiner Tagesform ab, das hängt davon ab, wann meine Frau mein Bart gestutzt hat. Ja, nein, es kommt dann auch nur dazu, ob du dich an dem Tag mal gekämmt hast oder nicht. Es kommt dann ja, auch nur dazu. Was ich auch noch sagen wollte war, es gibt aber auch so den ich nenne es immer den alten Oma-Move. Den alten Oma-Move. Ja, wenn du gerade so an der Straße stehst, dich dann einer sieht, dass du vielleicht etwas orientierungslos bist, wo jetzt ein Auto kommt, der dich dann von hinten so unterhakt, dich über die Straße nimmt, dann ein Danke erwartet, aber du eigentlich ja gar nicht die Straße überqueren wolltest, du einfach gerade nur geschaut hast, vielleicht ob da drüben jemand steht oder wer da drüben steht und du vielleicht auf die Entfernung es nicht gesehen hast und derjenige dich dann einfach von hinten packt und zack, bist du auf einmal drüben und ja, dann ist die Orientierung komplett im Arsch. Frage Nummer 2. Was sollte man beim barrierefreien Erstellen von Texten beachten? Eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Frage, denn es gibt noch viele Barrieren im Umgang mit Texten. Gerade im universitären Rahmen musste ich das leider so ein bisschen erleben. Also, ich bin echt kein Profi auf dem technischen und Hilfsmittelgebiet, aber ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Vielleicht hilft euch das ja auch schon mal. Ich finde es immer gut, wenn etwas ganz schlicht im DocX oder im Doc-Format ist, also in Word. Denn dann liest es mir zum Beispiel VoiceOver auf meinem Laptop vor. Ich bin jetzt hier gerade in Notizen drin, aber es ist egal, ich könnte auch in Word drin sein und dann würde es mir das einfach vorlesen. PDFs liest es, glaube ich, nicht wirklich vor, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, oder ich wusste einfach nicht, was man für Tastenkombinationen drücken muss. Das so auf die Formatierung von Texten bezogen, die man eben im Anhang schickt zum Beispiel. Und auf Webseiten ist es natürlich gut, wenn es ja, barrierefreien Zugang gibt. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es gibt Webseiten, wenn man da mit VoiceOver drauf geht, spricht auf einmal VoiceOver Englisch, aber es ist deutscher Text, also es liest deutschen Text auf Englisch vor. Das ist also, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, das ist ganz einfach. Damit habe ich mich ja nämlich dann durch unsere Seite und auch schon durch vorherige Seiten immer mal wieder gequält. Wenn du einen Server hast, wo die Grundeinstellung Englisch ist, dann, weil auf diese Einstellung greift VoiceOver und jegliche Sprachausgaben zu. Und wenn der Hintergrund nämlich in Englisch eingestellt ist, dann liest er auch nur Englisch vor. Und dann hast du natürlich das Problem, selbst wenn die Schriftsprache Deutsch ist, wenn er auf den Hintergrund zugreift und merkt, ha, das soll ja theoretisch Englisch sein, dann versuche ich es mal auf Englisch. Wird schwierig. Wird sehr, sehr schwierig. Ja. Und da gibt es halt, ich habe jetzt auch schon das ein oder andere Mal wurde ich von Webdesignern gefragt, sag mal, wie kann ich das besser machen? Einfach schon mal die Sprache auf Deutsch einstellen, dann ist es meistens schon 90% der Fehler weg.
Dann gibt es halt auch noch so Sachen wie Alternativtexte für die Bilder einblenden, aber das ist dann ja nur noch Kinderlitzchen. Ja, wir haben uns jetzt mal gedacht, nach den ganzen Fragevideos gucken wir jetzt nochmal nach was Aktiverem. Da haben wir uns jetzt mal anhand des Titels durchgesucht und hoffen jetzt, dass wir was Aktiveres gefunden haben. Ja, vor allen Dingen, das... klingt auf jeden Fall so ein bisschen... so ein bisschen nach uns. Ja. Auch. Der Titel heißt nämlich Vollkatastrophales Video hinter den Kulissen bei Y. Leute, heute sollte es eigentlich ein Video von draußen geben. Aber es ist einiges schiefgegangen. Das nur mal vorab. Dafür als Erklärung, dass die Location wahrscheinlich ziemlich langweilig ist. Vielleicht finde ich aber auch noch was Schönes. Okay, also das wird jetzt wahrscheinlich kein aktives Video. Da gucken wir jetzt so gleich nochmal. So aktiv, wie du das wahrscheinlich gerade gedacht hast, ist es dann doch nicht. Ja, suchen wir gleich nochmal was anderes. aber das Problem kennen wir. Das Problem kennen wir nur zur Genüge, ja doch. Du hast etwa schon viermal versucht aufzunehmen und ja, irgendwas dann klingelt gegen dich. Immer mal wieder Handys. Ja, das ist ja noch das kleinste Problem. Aber wenn du dann aus Versehen eine falsche Taste drückst und den Computer schlafen schickst, mitten in der Aufnahme. Ist ja auch schön, ja. Ist eine sehr schöne Idee. Vor allen Dingen, wenn du es dann nicht mehr hochkriegst, ne, Herr Wahl? Also, ich habe ihn bisher immer hoch. ich meine, hochfahren, den PC. So, hier haben wir jetzt ein Video. Das Bild fängt schon mal gut an. Wir sind auf jeden Fall draußen. Der Titel nennt sich Blind drauf los, verirrt im Nirgendwo. Das klingt doch mal... aufregend. Das klingt nach mir nach dem Turok. Entschuldigung, aber ja, so klingt's halt, leider. Also, let's go. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist ein wunderschön sonniger Samstag. Ich nehme euch heute mal mit zu einer etwas größeren Herausforderung für mich. Gerade sind Dimo und ich noch auf unserer morgendlichen Spaziergangsrunde. Und gleich geht's aber weiter. Ja, könnte ich sehen, würde ich mich gleich in mein cooles Auto setzen, die Musik aufdrehen und losfahren, um Hundefutter zu kaufen. Aber, wie ihr wisst, ich sehe nicht wirklich viel und daher muss ich einen anderen Weg finden, denn ich habe festgestellt, das Hundefutter ist ausgegangen. Weißt du was, das ist das erste Mal, dass sie aktiv ohne eine Frage zu beantworten sagt, dass sie blind ist. Das mag sein, ja. Ja, das wollte ich eigentlich positiv hervorheben, aber schön, dass... Jetzt, nein, aber sie erwähnt es ja so, mach mal. Sie erwähnt es ja so... Ja, und jetzt haben wir genau den Punkt erreicht. Sie erwähnt es ja sowieso relativ wenig, ne? Ja, das meine ich ja damit. Das wollte ich nur mal positiv so herausheben. Also da ist es auch so, dass du gar nicht so merkst, dass jemand mit einer Seheinschränkung mit dir redet. Weil sie halt dieses ganz übliche Vokabular total normal benutzt, wie jeder normale Sehende auch. Der. Ne, zum Beispiel, ich lasse meinen Blick schweifen, war ja gerade da irgendwo eine Aussage. Ja, ja. Stimmt. Da, wie gesagt, da kriegst du das so gar nicht mit. Aber ich finde das ganz nett gemacht, so was wir bis jetzt gesehen haben. Ja, doch, durchaus, auf jeden Fall. Also finde ich, ist auch eigentlich immer eine lockere Atmosphäre gewesen. Man wird immer nett begrüßt, auf jeden Fall. Ja, die Stimme ist auch sehr angenehm, muss ich sagen. Stimmt, ja. Das ist eine sehr angenehme Stimme. Nein, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist, eigentlich kaum zu merken, dass da jemand am Werk ist, der jetzt schlechter sieht.
Ne? Also vor allem, ich finde, von Video zu Video werden die Videos auch qualitativ besser. Wo wir sind ja gerade dabei, ständig die Leute bei Unter die Lupe zu einem Interview einzuladen. Also, falls du das hier sehen solltest, du wohnst ja ein Stück weit näher dran wie der Mr. Blindlife. Köln, das ist ja jetzt nicht gerade die Welt. Das ist ja eher. Stimmt, Köln ist. Ist ja eher mal ein Katzensprung so. Also, wenn du Bock hast, ich glaube, wir sind bereit für ein Interview. Ja, klar. Ja. Da müssen wir uns nur noch mal einigen, welche Schokolade jeder mitbringt, ne? Ja, vielleicht bevorzugt sie ja auch irgendwas anderes Süßes. Ja, deshalb sag ich ja, Da müssen wir uns dann noch mal absprechen. Ja. Alle, die das verfolgt haben zwischen uns und Mr. Blindlife, die wissen jetzt, worum es geht. Ja, genau. Ja, Jan. Wie fahren wir fort? Also, gucken wir uns jetzt noch ein Video an? Ich würde jetzt das erstmal noch ein Stück weiterlaufen lassen, weil wir sind ja gar nicht zu dem Punkt gekommen, wo sie denn. Wo sie sich verlaufen hat. Ja. Ja. Ja, lass uns mal gucken, wie sie sich verläuft. Damit du schönes Wesen der großen Stadt bleibst, ne? Die Realität für mich ist also Bahn, zu Fuß und irgendwie gucken, wie ich da hinkomme. Für den Rückweg, habe ich mir schon gedacht, werde ich mir ein Taxi bestellen, weil ich keine 60 Kilo durch Köln schleppen möchte. Ich habe mir gestern so gedacht, mache ich es mir einfach und nehme auch für die Hinfahrt ein Taxi? Oder kann ich das auch so schaffen? Und ich bin der Überzeugung, Mo und ich kriegen das irgendwie hin. Ich habe mir gestern schon einen kleinen Plan gemacht, wie wir denn da hinkommen. Die Bahnlinie kenne ich, das heißt, das wird kein Problem sein. Wo wir aussteigen müssen, weiß ich auch, das wird auch kein Problem sein. Aber die Herausforderung wird der Weg von der Bahnstation bis hin zum Tierladen. Und da war ich, wie gesagt, noch nie. Und es heißt also durchfragen, durchfragen, durchfragen. Und ich hoffe sehr auf nette und ortskundige Menschen. Wir beide machen uns jetzt also auf den Weg in ein unbekanntes Gebiet. Schaffen wir das? Oh, ja, ich glaube, das ist ein Ja. Ja, ist gut. Meine Liebe, los geht's, voran. Zugweg. Super! Okay, ich habe keine Ahnung, ob rot oder grün ist. Da geht noch jemand drüber, machen wir das auch. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, bis die Bahn kommt. Und, schon wieder ein Küsschen. Und wir haben gerade auch wieder, oder ich habe Aufklärungsarbeit leisten können. Egal wo ich bin, ich werde immer gefragt, wie lange die Ausbildung von Führhunden dauert. Aber das machen wir ja gerne, ne Mo? Und die will da irgendwie schon einsteigen. Nächste Bahn. Also mit Führhund wird man immer in ein Gespräch verwickelt. Zumindest geht es mir da so. Es gibt keinen Weg, an dem ich nicht mindestens einmal angesprochen wurde. Nächste Station ist unsere. Ich bin gespannt. Entschuldigung, darf ich kurz was fragen? Hier? Ja. Dann müssen Sie, wenn ein Stückchen noch laufen, ja? Dann kommen Sie ein bisschen mit uns. Okay, danke schön. Tja, also so ganz ist mein Plan nicht aufgegangen. Wir sind falsch ausgestiegen und müssen das ganze Stück jetzt laufen. Irgendwie liegt so ein Fluch auf mir, was diese Bahnstrecke angeht. Weil als ich neu in Köln war, habe ich mich da auch mal mit verfahren. Ist aber nett hier. Wir sind so in einer Pampa, irgendeine Hauptstraße neben uns. Und dann kommt gleich das Industriegebiet. Aber wir hatten nette Hilfe, vielleicht konnte ich es ein bisschen mit aufnehmen, das weiß ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es hat sich auch gelohnt, denn ich hatte mit einem Privatlehrer eine Konversation über Aliens. Damit habe ich heute auch nicht gerechnet. Das Komische ist, ich war mir sicher, dass wir da aussteigen müssen, weil die Ansage kam. Also entweder war die Ansage falsch oder ich war völlig falsch im Kopf. Aber das ist natürlich der Nachteil, wenn man die Anzeigen an den Bahnhöfen nicht lesen kann, dann wäre es mir nämlich aufgefallen, dass wir eine Station zu früh waren. Punkt 1, wir lassen das Video ab jetzt hier sein und ob sie falsch im Kopf war oder auch nicht, das könnt ihr dann selbst auf ihrem Kanal herausfinden. Aber es. Hoffen wir ja mal nicht, ne? Wo ich hab ja gerade schon mal so, ne? Weil mir kam gerade so der Spruch im Kopf,
Ich gehe nach Hause telefonieren. Wieso das? Ja, weil sie sich doch mit dem Privatlehrer über... Also über Aliens unterhalten hat. Über Aliens unterhalten hat, genau. Ja. So, als Abschluss machen wir jetzt, glaube ich, noch ein Video, würde ich mal sagen. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, um nochmal so eine Facette zu sehen, hier haben wir jetzt wohl eine Straßenumfrage und das ist jetzt wohl einer der letzten neueren Videos. Okay. So, jetzt so zum Abschluss nochmal hauen wir das jetzt nochmal raus und dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit und ja. Ja. Hallo Leute, hier bin ich wieder nach einer zugegebenermaßen etwas längeren Sommerpause. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bin ich auf Kölns Straßen unterwegs und ich freue mich sehr darauf, hoffentlich einige Begegnungen auf Augenhöhe zu haben. Ich nehme euch mal mit und jetzt geht's ab. Oh, das hat nicht geklappt. Egal. Jetzt geht's ab auf Kölns Straßen. Oh. Das heutige Video wird eine etwas größere Herausforderung für mich, weil ich auf wildfremde Menschen zugehen werde, die ich nicht sehen werde und deren Reaktionen auf mich ich auch nicht sehen werde. Aber ich werde es schon irgendwie schaffen. Mein Hauptziel heute ist es, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das ist allerdings auch nicht nur mein Ziel, sondern es gibt gerade eine super coole Social Media Kampagne von ProRetina, einem Selbsthilfeverein für Menschen mit Netzhautdegeneration. Dazu sage ich euch aber am Ende nochmal mehr. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß uns allen. Auf ins Getümmel. Wissen Sie, was das hier ist? Sie dürfen es auch gerne in die Hand nehmen. Okay. Nee. Nee, wollt ihr es mal in die Hand nehmen? Noch nie gesehen? Nee. Es rattert im Kopf. Irgendeine Spekulation? Okay, sag ich dir mal. Ein Sportgerät? Ja, noch ein Tipp. aber jetzt mal. Was mir gerade so ein bisschen. Aber das ist dieselbe noch, oder? Ja. Okay. Wieso? Nee, weil vom Äußeren sie sich da wohl, glaube ich, ein bisschen verändert hat. Okay. Was ich jetzt so... Ja, kann ich, wie gesagt, gerade... Was ich so erkennen kann, ist, sie hat sich... Also, da ist ja jetzt auch ein größerer Sprung drin. Wie gesagt, das ist jetzt eines der aktuelleren Videos. Mhm. Ja. Ist mir nur so aufgefallen. Ich habe sie erst nicht so wiedererkannt. Ich dachte, okay. Ja. Da hat sie auf jeden Fall eine Typveränderung, eingelegt. Ja, das kann ja passieren. Ja. Ja, sollen wir jetzt mal ein Fazit ziehen? Ja, ziehen wir mal ein Fazit, machen wir mal hier. Ja, wir haben jetzt in ein paar Sachen reingeschaut. Wenn es euch interessiert, ne, Kanal ist in der Videobeschreibung. Genau, schaut einfach mal da vorbei. Lasst ein Abo da, lasst Kommentare da, Daumen, alles was ihr habt. Aber, also ich muss dazu sagen, auch wenn ich glaube, er wollte zeigen, dass nicht nur er so ist, also Mr. Blindlife. Ja. Aber, was er mir dadurch im Endeffekt nur bewiesen hat, ist, es gibt andere blinde YouTuber, aber nein, sie erwähnen nicht so häufig, mehr oder minder aus dem Zusammenhang gerissen, dass sie blind sind. Also sie hat es ja immer nur entweder auf Nachfrage tatsächlich oder wenn es wirklich darum ging. Ja. Naja gut, aber so macht das jeder anders, meine Güte. Ja, nein. Ist ja auch richtig. Ne, du Bettkorb, du. Ja, Entschuldigung. Ich fand mich heute sehr freundlich, muss ich ehrlich sagen. Und bevor man mir vorhält, oh ja, es ist ja eine Frau, da muss ich nett sein. Nein, muss ich gar nicht. Weil wenn mir was nicht gefällt, gefällt mir was nicht. Punkt. Aber sie hat die Videos, die wir uns angeguckt haben, echt gut umgesetzt. Ja, sie ist auf jeden Fall dein Favorit in der Hinsicht. Ich sag mal so, sie hat zu Recht die 14.000 Abonnenten. Stimmt, also doch, das muss ich sagen, das ist, da hast du vollkommen recht. Also ich fand es ein sehr, sehr gut gemachte Video, ein sehr gut gemachter Kanal. So, ich würde mal sagen, das war's mit unserem Unter die Lupe genommen. Für dieses Mal.
Also ja. wenn ihr noch irgendwelche Leute habt, die wir so abchecken sollen, bitte immer her damit. Und da ist auch egal, ob die jetzt blind sind oder gehbehindert oder einfach auch ohne Einschränkungen. Alles, wir gucken uns alles an. Ja. Genau. Ne, wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, den müsst ihr euch mal anschauen. Ja, ihr seht, es hat funktioniert. Mr. Blindlife hat es vorgemacht. Ja. Wir haben reagiert. So. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.